In diesem Video erkläre ich nochmals kurz, um was es beim Thema informatisches Denken geht und gehe dann näher auf den Teil des algorithmischen Denkens ein. Diese Einheit erklärt auch nochmals kurz, worum sich jede Lehrerin bzw. Lehrer mit dem Themengebiet auseinandersetzen sollte. Im Jahr 1980 wurde ein sehr wichtiges Buch veröffentlicht. Es hieß Mindstorms, Children, Computers and Powerful Ideas. Gedankenstürme, Kinder, Computer und starke Ideen. Und war von Seymour Papert, einem Schüler von Piaget, verfasst worden. In seinem Buch setzt Papert sich damit auseinander, welche neuen Möglichkeiten des Denkens und Denkenslernens mit einem Computer ermöglicht werden. Und er nannte dies ganz unspektakulär Computational Thinking. 26 Jahre später stellte Jeanette Wing die These auf, dass es neben den drei bekannten Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen eine vierte Technik zum Problemlösen geben sollte, beziehungsweise schon gibt. Sie nannte diese Technik, die stark an Problemlösestrategien von Informatikerinnen und Informatikern angelehnt ist, ebenso Computational Thinking und machte damit den Begriff innerhalb kurzer Zeit sehr populär. Jeanette Wing zufolge handelt es sich dabei um eine Menge an Denkprozessen, die nötig sind, um Probleme zu beschreiben und deren Lösungen so anzugeben, dass eine andere Person oder ein Computer diese effizient lösen können. Viele andere Wissenschaftlerinnen haben aber inzwischen ihre eigenen Definitionen gefunden und es gibt grob gesprochen drei Denkschulen. Jene, die informatisches Denken sehr eng als Programmierfähigkeit sehen, jene, die allgemeine problemlöse Fähigkeiten in den Vordergrund stellen und jene, die beides verbinden. In Klagenfurt sehen wir Letzteres als den bevorzugten Weg an. Nun, hinter informatischem Denken steckt sehr viel. Früher sagte man logisches Denken dazu. Es geht im Kern darum, Probleme passend lösen zu können und damit mit Daten und Informationen geeignet umzugehen. Dabei greift man auf folgende Techniken zurück. Erstens die Modellierung und Abstraktion, wo man mit Hilfe von grafischen Notationen versucht, Probleme und Aufgaben auf das für die Lösung Wesentliche zu reduzieren. Zweitens die Zerlegung. Hier wird ein größeres Problem oder eine größere Aufgabe in kleinere Aufgaben zerteilt. Drittens die Mustererkennung. Es geht um die Fähigkeit, wiederkehrende Muster, Ähnlichkeiten und Unterschiede zu entdecken. Und viertens die Algorithmisierung, bei der man eindeutige und deterministische Lösungsanleitungen schreiben können sollte. Hier gibt es wohl mehrere Antworten. Zunächst einmal kann es leicht passieren, dass Sie in Ihrem Unterricht, egal welches Fach, in die Situation kommen, bei informatischen Projekten mitzumachen, beziehungsweise sogar die Informatikfächer integrativ lernen müssen. Sie finden informatisches Denken aber auch in immer mehr Lehrplänen und, was noch wichtiger ist, informatisches Denken umfasst ohnehin schon Techniken, die Ihre Schülerinnen und Schüler seit dem Kindergarten kennen. In einem Projekt gemeinsam mit der BAföG Kärnten haben wir uns die Biber-Aufgaben der Jahre 2016 und 2017 angesehen und fast 80% davon lassen sich auf Übungen und Vorübungen im Elementarbereich zurückführen. Wenn Sie es noch nicht getan haben, so finden Sie im Kurs Links zu Aufgaben und Lösungen und es kann nie schaden, neue Techniken zu üben bzw. Problemlösestrategien inklusive deren Bezug zur Informatik kennenzulernen. Ein Algorithmus ist eine exakte Beschreibung eines Problemlöseverfahrens. Denken Sie nur an die Berechnung des größten gemeinsamen Teilers. Die Beschreibung, wie man dabei vorgeht, kann von Menschen ausgeführt werden, aber natürlich auch später von Computern. Auf der linken Seite der Tabelle sehen Sie eine Variante der Anleitung, welche ohne Division auskommt. Dabei werden zuerst in Schritt 1 die beiden Zahlen, von denen der größte gemeinsame Teiler berechnet werden soll, eingegeben. Dann in Schritt 2 startet man mit einer Schrittfolge, die einmal oder öfters ausgeführt werden kann. In Schritt 3 prüft man dann, ob die Zahl A größer als B ist. Und wenn ja, dann wird die kleinere von der größeren abgezogen, was ein neues kleineres A ergibt. Sollte dies nicht der Fall sein, so wird in Schritt 4 geprüft, ob B größer als A ist. Und wenn ja, dann wird A von B abgezogen. Und B erhält den Wert von B minus A. In Schritt 5 wird nun geprüft, ob die Werte in A und B gleich sind. Wenn ja, dann geht der Algorithmus bei Schritt 6 weiter, was das Ende des Algorithmus bedeutet. Wenn A aber ungleich B ist, so wird wieder zu Schritt 2 zurückgesprungen. Wir haben es in diesem Fall mit einer sogenannten Schleife zu tun, also einer Anweisung, die immer wieder ausgeführt wird,
bis eine Abbruchbedingung erreicht wird. Man kann nun einen derartigen Algorithmus hernehmen und ohne Probleme in eine Sprache, die auch ein Computer versteht, übersetzen. Man verwendet dazu eine standardisierte Sprache, welche meist englische Schlüsselwörter benutzt und die leicht zu lernen sind. Die Tabelle zeigt hier in der rechten Spalte eine mögliche Übersetzung in ein Computerprogramm. Dieses ist nicht ganz optimal, reicht aber für die Demonstration aus. Zuerst bekommt das Programm in Zeile 1 einen Namen, also Euklid. Und man gibt an, dass die Zahlen in A und in B stehen werden. Als Rückgabe wird ein Integer erwartet, also eine ganze Zahl. In Schritt 2 startet man mit der sogenannten Schleife und man sieht hier, dass zusammengehörende Teile oder Anweisungen durch eine Klammerung zusammengefasst werden. Schritt 3 und 4 prüfen dann die Zahlen und man sieht schön, wie man stark verkürzt rechnen und Werte ändern kann. Die Zeichenfolge A ist gleich A minus B bedeutet, dass zuerst die rechte Seite berechnet wird, also A minus B, und das Ergebnis dann dem nun neuen A als Wert zugewiesen wird. In Schritt 5 wird dann wieder geprüft, ob A gleich B ist, und wenn nein, springt das Programm wieder in die Zeile 2 zurück. Anderenfalls, in Schritt 6, wird der Wert A als Lösung als Ergebnis zurückgegeben. Auch wenn Lösungsvorschriften für Menschen und Maschinen gedacht sind, so muss man ehrlicherweise zugeben, dass gerade das Übersetzen in eine Sprache, die ein Computer versteht, sehr faszinierend sein kann. Und Sprachen gibt es tausende, alle mit ihren Vor- und Nachteilen. Wobei die gute Nachricht ist, dass es nur einige wenige Sprachfamilien gibt und wenn man aus jeder dieser Familien zumindest eine Sprache beherrscht, so ist das Erlernen der übrigen Sprachen kinderleicht und man braucht dann vor allem nur eines – Übung. Die folgenden Kapitel zeigen, wie einfach es ist, eine derartige Sprache zu erlernen bzw. damit dann sogar kleine Computer, zum Beispiel den Microbit der BBC, zu steuern und zum Beispiel ein einfaches Würfelspiel zu implementieren. Lesen Sie sich nun bitte den Text zum Thema informatisches Denken im Kurs nochmals durch und beantworten Sie dann die darin gestellten Fragen kurz und bündig.